Dieses Jahr ist alles anders als sonst, auch Weihnachten. Gerne hätte ich mit euch zusammen einen Gottesdienst hier in der Herringhauser Kirche gefeiert. Aber das geht leider nicht. Deswegen habe ich für euch ein Video aufgenommen. Ich möchte euch zeigen, wie ihr Weihnachten auch zu Hause entdecken könnt, also die Weihnachtsbotschaft. Nehmt dazu bitte jetzt einmal diese Karte in die Hand. Auf der Karte ist ein Weihnachtsfenster zu sehen. Es ist schön dekoriert. Auf dem Fensterbrett steht eine Schale mit Tannenzweigen und auch eine Laterne, in der eine Kerze brennt. An den Fenstern hängen Sterne und Herzen. Und das Allerschönste, es schneit auf dem Bild, so wie wir uns das für Weihnachten ja wünschen. In der Wohnung ist es hell. Jetzt schauen wir einmal, wer da wohnt. Bitte klappt die Karte auf. Darf ich vorstellen? Das ist Emma. Sie sitzt in ihrem Zimmer. Auf dem Boden liegen ein paar Bücher, ein Etui und Stifte. Emma schaut aus dem Fenster. Sie freut sich sehr auf Weihnachten. Aber es dauert noch lange, bis endlich Weihnachten ist. Naja, wenigstens sind jetzt Ferien. Sie hofft, dass sie Oma und Opa zu Weihnachten sehen kann. Damit das geht, gab es ja eher Ferien. Und sie hofft auch, dass es im nächsten Jahr mit Corona endlich besser wird und man dann auch wieder Freunde treffen darf. Wie wird Weihnachten wohl in diesem Jahr, denkt Emma. Im letzten Jahr ist sie mit ihren Eltern in der Kirche gewesen. Das war ganz toll. Kinder haben ein Krippenspiel aufgeführt. Dieses Jahr fällt das leider aus wegen Corona. Dafür wird der Gottesdienst draußen auf dem Sportplatz gefeiert. Man musste sich sogar dafür anmelden und bekam eine Eintrittskarte per E-Mail zugeschickt. Hoffentlich wird es nicht so kalt da draußen. Obwohl damals, als Jesus geboren wurde, da war es ja auch kalt und ungemütlich. Wie war das nochmal mit der Weihnachtsgeschichte? Emma erinnert sich. So, jetzt sucht bitte einmal den Stoffesel, der auf Emmas Bett liegt. Habt ihr den Esel gefunden? Wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, dass da ein Türchen ist, wie bei einem Adventskalender. Das Türchen dürft ihr jetzt öffnen. Da schaut ja ein echter Esel rein. Ach ja, richtig. Jesus wurde ja in einem Stall geboren, bei Ochs und Esel. So, dann wollen wir mal in den Stall hineinschauen. Öffnet bitte die Karte jetzt auf der rechten Seite. Ihr seht Maria und Josef und das neugeborene Kind. Ochs und Esel und auch ein Schaf. Wie friedlich das aussieht. Emma freut sich. Sie liebt die Krippenfiguren und spielt gerne damit. Klappt jetzt die Karte wieder zu. Auf Emmas Schreibtisch steht ein Engel. Und auch bei dem Engel ist ein Türchen versteckt. Sicher habt ihr zu Weihnachten auch Engel zu Hause. Macht jetzt das Türchen beim Engel einmal auf. Genau, ein Engel kam zu den Hirten in der Nacht. Er sagte: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. So, dann klappt jetzt bitte die rechte Seite der Karte wieder zu. Ich verkündige euch große Freude, hat der Engel zu den Hirten gesagt. Emma freut sich auch. Und fürchtet euch nicht, das hat er auch gesagt. Dann braucht ja auch Emma keine Angst mehr zu haben. Jetzt klappt mal bitte die Karte auf der linken Seite auf. Jetzt seht ihr die Hirten, die Schafe und auch den Engel. Und da kommen sogar auch schon die drei Weisen auf dem Morgenland auf ihren Kamelen geritten. Genau, sie haben doch einen hellen Stern am Himmel gesehen und haben sich dann auf den Weg gemacht. Klappt jetzt bitte die linke Seite wieder zu, sodass ihr wieder Emmas Zimmer sehen könnt. Emma schaut zum Fenster und sieht, dass es langsam dunkel wird.
Den blauen Papierstern am Fenster hat sie in der Schule gebastelt. Blau ist Emmas Lieblingsfarbe. Hinter diesem Stern ist jetzt auch ein Türchen versteckt. Mach das bitte einmal auf. Jetzt strahlt euch ein heller Stern entgegen. Ein Stern, wie er auch damals am Himmel stand, als Jesus geboren wurde. Emma freut sich ganz besonders über diesen hellen Stern. Er ist wie ein Lichtblick in der Dunkelheit, ein Zeichen der Hoffnung in dunkler Nacht. Alles wird gut werden. Da ist sich Emma jetzt ganz sicher. Liebe Kinder, ich wünsche euch und euren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und bleibt bitte gesund und behütet.